kannst ja schon anmoderieren und dann ist der halt der Dominik seinen Stift suchen. Nee, ich habe meinen Stift Ach, mittlerweile. schade. Ich wollte gerade anfangen an zu moderieren, da hast du gesagt, du kannst ja mal anmoderieren. Ich komme von wieder nach Hause. Hallo, zurück zum Sophie-Stammtisch. Einer halben Stunde mit Gesprächen über Dinge, die im Sozialen passieren manchmal und Leute, die diese Dinge, die sie sozial genannt haben, beobachtet haben und darüber geschrieben haben und gesprochen haben. Und wir sind hier zu dritt und wollen über Dinge und Leute, die gesprochen haben, sprechen. Denn neben uns beiden üblichen Halunken ist nämlich noch der Dominik da. Hallo. Hallo. Und genau, du bist, man könnte erwarten, dass ich es wüsste, ich weiß es aber nicht. Du warst Gesundheitswissenschaftler? Ja. Ha, das wäre extrem peinlich geworden, wäre das jetzt falsch gewesen. Genau. Das ist richtig. Gesundheitswissenschaftler von Haus aus und ich promoviere zurzeit in Soziologie. Das ist nämlich vielleicht erwähnenswert, dass Dominik, wir sind ja mehr oder weniger Kollegen, ne? Ja. Arbeitskollegen, dass Dominik aus der Gesundheitssoziologie kommt und aus der Gesundheitswissenschaft kommt und in der Soziologie promoviert und ich mir als aus der Soziologie kommend überlegt habe, in der Gesundheitswissenschaften im Laufe des nächsten Jahres eine Promotion zu beginnen. Und sowas soll man eigentlich nicht ankündigen, dann klappt es nicht, dann lachen einen alle aus. Aber dass wir damit über Kreuz verknüpft sind. Und ich habe gesagt, okay, dann bringst du mir alles über Gesundheitswissenschaften bei, dann hole ich dich hier zum Stammtisch und du erfährst alles über die Soziologie. Richtig. Warum sitzt er jetzt hier? Das ist ein fauler Kompromiss zu sagen, du bringst mir alles über die Gesundheitswissenschaft ein und ich nehme mich mit zu diesem Stammtisch. Ja, ja, genau. Jetzt verrat doch nicht meine ganzen Tricks. Aber tatsächlich interessiert mich, wie bist du jetzt halt von, wie hast du diesen Sprung gemacht von Gesundheitswissenschaften von Haus aus zu der Idee, in Soziologie zu promovieren? Also das ist ja jetzt nichts, was man jetzt ohne weiteres als naheliegende Bereiche bezeichnen würde. Doch, also es ist schon auch ein naheliegender Bereich. Das ist ja eine Multidisziplin, diese Gesundheitswissenschaften. Und eine sehr dominante davon ist die Soziologie neben der Ökonomie. Und ja, da habe ich recht früh meinen Schwerpunkt drauf gesetzt. Und okay. Dann lag das einfach nahe, weiter dort zu bleiben. Und genau, und man kann deutlich leichter dann in der Soziologie promovieren als in den Gesundheitswissenschaften, weil es einfach mehr Lehrstühle gibt, die das eben anbieten. Ja, gut, dann war meine Verwunderung ausschließlich meinem Unwissen geschuldet. Soll ja vorkommen. Ja. Ist das nicht immer so bei Verwunderung jeglicher Art? Ja. Absolut. Dass das dem Unwissen geschuldet ist, nicht, hier sei betont, nicht dem im vorwurfsvollen Sinn, dem Unwissen. Und Hörer und Hörerinnen, die jetzt über meinen Duktus sich verwundert, durch die Bärte streichen und Hörerinnen, die sich durch die Bärte streichen. Die müssen durch ihre Bärte streichen. Sie können sich ja durch beliebige Bärte streichen. Ich versuche tatsächlich, das geht vielleicht in die Gesundheitswissenschaften am ehesten mit rein, ich versuche durch eine andere Sitzhaltung, nämlich einen Sesselsitz und einer Meerschaumpfeife, die ich mir zugelegt habe, durch quasi eine neue Körperhaltung einen anderen Habitus anzustreben, einen viel intellektuelleren. Ich war ja vorher
immer sehr verhaspelt in meinem Duktus und dies bin ich nun im Begriff abzuschaffen auf Kosten zusätzlicher Nebensätze. Ein hervorragender Gedanke. Ja, das wollte ich nur erwähnen, denn ich kriege ja immer die Rückfragen. Ihr, was heißt Dominik, natürlich kriegt noch keine Rückfragen. Aber du, Thomas, bist ja nie anwesend im Netz. Dich findet man nicht. Ich habe bestimmt schon das eine oder andere Mal eine Anfrage gekriegt, wo ist denn der? Und ich muss dann immer sagen, im Netz gibt es den nicht. Also es gibt ihn als Tondatei. Ich bin ja, wie du ja so oft betont hast, ich bin ja auch nicht Netzmensch, ich bin ja Radiomensch. Ich meine, das ist ja die Eigenschaft, dass ich flüchtig bin, dass ich nur für den Moment existiere. Und den Moment, wo ich existiert habe, also praktisch der Moment halt so, der Existenz, der Übergang schon direkt wieder ist ins Auflösen. Wäre das glaubhaft, wenn ich das Gerücht streuen würde, du wärst eine Handpuppe von mir und ich wäre Bauchredner? Das hatten wir, glaube ich, schon mal angemerkt. Also, das ist viele nicht wissen, aber dass wir tatsächlich, René und ich, ein und dieselbe Person sind. Und ab und zu ist auch ein Gast ein und dieselbe Person mit mir. Und das Publikum darf nun raten. Genau. Dafür war Publikumsbuzzer, keine Referenz mehr ins Publikum. Das war so eine Maxime, die wir hatten. Schneiden wir das raus? Nein. Nein. Nein, das ich lasse mir die Publikumsreferenz nicht verbieten. Aber das war, glaube ich, ich glaube, das ist kein guter Grund, sich zusammenzusetzen. Georg Simmel hat mit seiner soziologischen Perspektive auch immer eine Multiwissenschaft betreiben wollen. Um nochmal auf Multiwissenschaften klug zu schalten. Ist denn praktisch das Erbe dieses Bestrebens dieser ganzen Bindestrich-Soziologien? Es gibt ja im Prinzip zu jedem beliebigen Bereich gibt es ja dann eine entsprechende Soziologie. Nein, das ist nicht so. Möchtest du das begründen oder überhaupt? Es ist, der Simmel hat halt gesagt, also Simmel hat gesagt, das klingt irgendwie doof, aber für ihn waren Psychologie, Biologie, Geschichte, das waren alles Wissenschaften, die ihre Verknüpfung über die Soziologie fanden. Aber er hat jetzt nicht eine Bildungssoziologie, eine Wirtschaftssoziologie oder so aufgeteilt. Außerdem hat er die Soziologie ja mit gegründet. Da war es noch nicht die Zeit, das weiter zu differenzieren. Da musste man ja die Soziologie erstmal als solche erschaffen. Und da hatte er auch Beiträge dazu geleistet. Und das sein Hauptwerk, was wir heute besprechen wollen, kam ja um 1900 raus und das waren 8 Jahre vor seinem Werk über die Soziologie, was die Soziologie ist. Das heißt, wir sprechen heute noch mehr oder weniger über einen Philosophen. Ja. Denn, ne? Ist das so? Also, ich frage mich gerade, weil ich meine, die Tatsache, dass er sich selber zu dem Zeitpunkt nicht als Soziologe betrachtet ist, heißt das denn auch, dass seine Texte nicht soziologisch waren, sondern philosophisch? Also es wäre dann ja die Gattung oder die wissenschaftliche Disziplin eines Textes wäre dann ja abhängig von der Selbstbeschreibung des Autors. Nein, das geht natürlich nicht. Ja, aber ich bringe mal noch ein Argument rein, auch wenn das sehr ähnlich ist und sich vielleicht überschneidet. Im Vorwort, da schreibt er ja, dass er eben das als eine philosophische Arbeit auch sehen möchte, wo es jetzt nicht nur darum geht, wie er sich selbst sieht, sondern wie er tatsächlich den Text, diese Arbeit, diese Analyse sieht. Und grenzt es dort ja auch von der Ökonomie ab. Ganz kurz, wir reden über die Philosophie des Geldes, oder? Ja, dachte ich. Und niemand von uns kriegt hier etwas bezahlt. Das ja. Ja, es ist ja auch nur die Philosophie und nicht die Praktik des Geldes. Okay. Nee, ich wollte das nur noch mal kurz für mich selber vergewissern, weil ich mir da gar nicht so sicher war. Wir müssen erwähnen, weil wir haben ja, wenn ich dich unterbrechen darf, ja, dieser Duktus, den ich mir jetzt angewöhnt, der ist auch viel besser geeignet zum Unterbrechen. Es handelt sich um Herrn Dr. Simmel.
Er hatte promoviert. Oha. Und aber wenn man dann so weit gekommen ist, dass der Doktor nicht mehr genannt ist, dann hat man es geschafft, nicht mehr genannt wird. Also die Titel werden ja bei den wirklich wichtigen Wissenschaftlern nicht mehr genannt. Ich meine, wer sagt ja, kein denn? Dr. Einstein oder so. Oder, oh, es ist ein Text von Professor Dr. Kant. Ja, stimmt. Oder, das ist ja, geht ja auch in politische Ämter. Man sagt ja Merkel. Man sagt ja weder Frau Merkel noch Frau Dr. Bundeskanzlerin Merkel. Komm, würde der Doktortitel, würde der vor oder nach der Bundeskanzlerin kommen? Danach. Danach. Immer das an der Identität Nähere kommt an den, näher an den Namen. Du würdest also Doktor Graf. Ich wollte mir übrigens einen kaufen. Ich habe überlegt, mir einen zu kaufen. Ein Doktortitel, 39 € Vorteilspreis. Kann man sich ein Doktor ehrenhalber einer amerikanischen Kirche kaufen? Ich wollte ja auch nur so lange, bis ich meinen richtigen habe. Aber jetzt habe ich gelesen, es ist verboten. Man darf mit sowas dann nicht hausieren gehen. Und da habe ich mir überlegt, wie ist denn das, wenn ich nur so, also ich müsste doch sagen, dieser Doktortitel ist gekauft. Dann dürfte ich den auch führen, glaube ich. Also Doktor in Klammern, dieser Titel ist gekauft, Lena zum Beispiel. So, das würde, glaube ich, gehen. Und dann habe ich mir überlegt, dann könnte ich doch gleich, ohne ihn zu kaufen, den Doktortitel tragen und sagen, er wäre gekauft. Dann würde mich ja nur jemand verklagen können, der illegal diese Doktortitel verkauft. Und der kann mich gar nicht verklagen. Das heißt, ich kann ihn tragen mit dem Verweis, ohne ihn kaufen zu müssen. Und Adelstitel kann man sich da auch kaufen. Da kauft man so 0,00 Quadratmeter Land von Sherwood und dann kann man sich Lord von Sherwood und so nennen. Ist das nicht Earl? Ist man nicht der Earl of? Ja, es kommt drauf an, noch ein Euro drauf, dann kriegst du auch ein Earl. Das ist halt, und dann Doktor, Graf und so eine ganze Palette. Ich überlege, ob das, aber Aber ja, aber wir schweifen ab, glaube ich. ich weiß nicht, ist das, ich erinnere mich, ich bin nicht besonders firm bei Simmel. Aber ich erinnere mich aus meiner Lektüre, Ja. dass ich meine mich zu erinnern, sage ich es mal so, ich möchte das so weit wie möglich in den Konjunktiv rücken. Oh, da hole ich mal einen Textteil, den habe ich im Rucksack. Ihr könnt ja schon weiterreden, weil wir müssen ein Stückchen von Simmel vorlesen, damit man einen Eindruck von seinem Duktus bekommt. Ja, jedenfalls. Bin ich gleich Das wieder da. Simmel halt bei der Umwandlung von Waren in Tauschwaren, also über das Geld irgendwie das Objektive der Ware ausdrückt und dass das dann immer im Geldwert getauscht wird. Also ich tausche es in Geld und tausche dieses Geld dann wieder weiter zurück und dabei in diesem Verlauf immer dass die Ware oder das Gut entwertet wird, weil der subjektive Anteil des Gutes verloren geht. Das wäre ja ähnlich ist vielleicht ein zu großes Wort. Aber vielleicht wäre es bei diesem Doktortitel ja ganz anschaulich, denn durch den Kauf, weil der Doktortitel, der steht für einen persönlichen Verdienst. Und durch den Kauf ist nur das Objektive, also der objektive Anteil im Doktortitel sein ökonomischer Nutzen. Was denn, wer denn wahrscheinlich, René müsste wahrscheinlich denn seinen Doktor, wenn er den kaufen würde, Doktor Ök abkürzen. Dass durch den Kauf des Doktortitels halt dieser subjektive Wert der persönlichen Leistung, der dann vielleicht auch das ist, was mit Ehren bedacht wird, verloren geht, sondern rein der objektive Charakter des Doktors übrig bleibt, also sein Nutzen, der denn, also der ja oft für gar nichts mit dem Grund für den Doktortitel zu tun hat, sondern dann halt durch seine symbolische Kraft dann in sozialen Beziehungen wirkt, die auch, die in den Beziehungen halt so die der Inhalt einer eventuell geleisteten Doktorarbeit überhaupt nicht von Belang wäre. Ja. Kann man das so sagen? Kann man das so sagen? Ich bin mir nicht sicher, weil ich weiß es tatsächlich gar nicht. Ich überlege Ja, gerade. ich glaube schon, dass man es so sagen kann. Ich möchte auch gleich mal noch dran anknüpfen. Und zwar, das hat mich auch, als ich das gelesen habe,
habe ich mir gedacht, ja, das ist wirklich was für die Alltagspraxis auch. Was ich dort gelernt habe dann mit diesem, dass er sagt, plötzlich wird alles eben quantifizierbar, objektivierbar, alles wird austauschbar. Und das war wohl zu dieser Zeit eben was Neues. Vorher hat man eher die unterschiedlichen Qualitäten im Vordergrund gehabt im Denken. Und was weiß ich, dann sagte man beispielsweise, Leben ist nicht mit irgendwelchen sonstigen Waren vergleichbar oder bestimmte Waren sind nicht miteinander vergleichbar, können vielleicht gar nicht getauscht werden, macht keinen Sinn. So. Und das ist ja heute weg. Heute denkt man eben so, typischer Ökonomenspruch vielleicht auch, alles hat seinen Preis. So. Das ist fest in Fleisch und Blut eigentlich übergegangen. Ja, zur Not wird das auch mit wie das ja rechtlich, also durch rechtliches, sage ich mal, so Ornat wird es dann halt bekleidet und dann halt durch Staatsgewalt auch durchgesetzt, dass alles seinen Preis hat. Ja, genau. Und das ist, glaube ich, in vielen Bereichen wirklich eine Errungenschaft, die eben auch ein bisschen freier macht, freier im Denken vielleicht auch und vieles ermöglicht. Aber wenn man das so zur höchsten Maxime oder Doktrin erhebt, hat man dann eben tatsächlich diese Fragen, dass man probieren muss, das auszuhandeln. Und dann kommt man in solche ethisch schwierigen Situationen häufig. Und scheinbar war es wohl so, dass vor dieser Geldkultur die Menschen gar nicht in dieser schwierigen Situation waren. Die haben schlicht gar nicht darüber nachdenken können, weil die in anderen Kategorien gedacht haben. Was mich ja bei diesem Ganzen so fasziniert, ist ja dieser Gedanke, dass also dieser Bruch zwischen subjektiv und objektiv, also dem subjektiven Wert und dem objektiven Wert eines Gutes, dass da nicht irgendwie behauptet wird, ja, subjektiv und objektiv, das sind im Prinzip zwei Arten, wie man ein Ding betrachtet, ne? Subjektiv ist irgendwie dann halt so, ist mit allerlei, ja, vielleicht emotionalen, persönlichen Regungen verkleidet, so, und objektiv, naja, das ist halt, wie es wirklich sich darstellt. Sondern dass gesagt wird, nein, das sind im Prinzip zwei unterschiedliche, es sind zwei nicht zusammenhängende Qualitäten der Sache. Die sind zwei unterschiedliche Qualitäten und im Vollzug des Handels, des Tausches, geht die eine Qualität verloren. Also da wird etwas weniger in dem Gut. Ja, das ist vielleicht am ehesten vorstellbar oder bei irgendeinem, vielleicht einem Bild, das hat vielleicht die Großmutter gemalt, so, und deswegen hat es einen sehr starken persönlichen Wert, aber jetzt sagt man, okay, der Tauschwert ist halt sehr gering, weil es ist halt die Großmutter, die kennt man halt nicht, so, die, vielleicht ist es ein schlechtes Beispiel, weil es auf den Kunstmarkt zielt, aber genau, aber dieses persönliche Wert, und dass man halt nicht sagt, das ist einfach nur eine emotional gefärbte Verzerrung der Wahrnehmung, sondern es ist eine andere Qualität des Gutes und im Tausch geht sie verloren, weil sie im Tausch keine Rolle spielt. Und wenn der Tauschwert wieder verwirklicht wird, dann wird ja nicht diese subjektive Qualität, die wird ja nicht mitgeliefert, wenn man dieses Bild dann kaufen würde, sondern das ist dann halt nur in der im Prinzip nur in der Verbindung dieser Person und des Gutes vorhanden. Und wenn diese Verbindung aufgelöst wird, dann geht auch diese Qualität verloren. Das ist eine unübliche Betrachtungsweise dieser Unterscheidung von objektiv und subjektiv. Also es geht, also der persönliche Bindungswert geht verloren. Mhm. Aber also wenn du jetzt den Kunstmarkt dir anguckst, ja. Der Kunstmarkt ist an sich ein schlechtes Beispiel. Ist gar nicht so schlecht, weil der Wert, den dann ein Bild hat, der ermisst sich ja dann nicht unbedingt aus der Subjektivität, die du jetzt beschrieben hast, sondern aus der Beurteilung, wie die Kunsthändler erwarten, wie andere Kunsthändler den Wert zuschreiben. Ja.
und daraus berechnen die dann den Wert, aber nicht daher, dass die sagen, mir gefällt dieses Bild besonders gut oder dass du sagst, dieses Bild hat eine hohe Bedeutung, weil das hat der Künstler seiner Großmutter gewidmet. Das spielt dann keine Rolle, sondern es spielt die Rolle, wie die Zuschreibung von Preisen, von erwartbaren Werten. Ja, bloß, ich meinte, wird das, ja auch aus der Subjektivität eine Objektivität. Nee, ich meinte, das wäre ein verkehrtes Beispiel. Ich fand das Beispiel schlecht, weil ja für den Tauschwert die Subjektivität gar keine Rolle spielt, sondern der Tausch oder das halt die Umwandlung in Geld ist ja im Prinzip dann auf den objektiven Anteil des Gutes bezogen, während der subjektive Anteil sich ja in der vorherigen Beziehung des Besitzers halt manifestiert. Deswegen meinte ich, ist der Kunstmarkt eigentlich ein schlechtes Beispiel gerade für diesen Punkt. Und es wäre wahrscheinlich bei Nutzgütern viel besser gewesen. Bei Nutzgütern hast du doch überhaupt keine, also fast gar keine subjektive Anteil drin. Würde ich nicht sagen. Also wenn zum Beispiel ein Nutztier zum Beispiel hast, ein Ackergaul, aber den kenne ich schon, keine Ahnung, der ist in der Familie seit meiner Kindheit und ich habe eine emotionale Verbindung zu dem. Aber der hat halt, er ist halt dann im Tauschverhältnis halt dieser Ackergaul. Man kann das ja auch machen mit Autos oder so weiter. Aber das ist dann kein Nutztier mehr, sondern das ist dann dein Haustier. Ich finde das meinte das ja nur im Vergleich zur Kunst, bei Kunstwerken. Uns ist der Dominik rausgefallen. Ja, ist wieder hier. Ah, ist wieder drin, okay. Wir haben uns gerade gestritten. Ja. Ich weiß aber gar nicht mehr, warum. Ich glaube, ich verstehe das anders, aber ich gehe im Moment tendenziell davon aus, dass ich nicht recht habe, weil ich mich mit Silvio so gut wie gar nicht auskenne. Naja, aber deine Frage, also... Nee, weil mein Gedankengang, der geht im Moment in die Richtung, also wenn... Wir schreiben einem Gut einen objektiven Wert zu und einen subjektiven Wert. Und der objektive Wert, das ist das, was in Geld umgewandelt wird, ne? Also wonach sich der Geldpreis gemisst. Und jetzt beim Ackergaul wäre das, naja, es ist der Ackergaul, der bringt eine wirtschaftliche Leistung und so weiter, der hat für egal welche Person ihn benutzt, hat er in Bezug auf die Sache, für die er eingesetzt wird, hat er den gleichen Nutzen, egal wer sie benutzt. Aber ich kenne halt diesen Ackergaul, der ist seit ich Kind war in der Familie und ich habe eine emotionale Beziehung zu dem, weil ich früher, keine Ahnung, ich habe dem meine Geheimnisse erzählt, was weiß ich. Und deswegen hat der neben dem Nutzwert, hat er für mich einen subjektiven Wert. Und im Tausch wird halt nur der objektive Wert realisiert. Der subjektive Wert, der geht mit der Auflösung dieses Besitzverhältnisses geht der verloren. Ja, das sagst du jetzt so. Da müssten wir ja prüfen. Das sage ich so. Das sage ich so. Bitte. Ja, genau. Das wäre jetzt. Im Tausch, also sprichst du jetzt vom Geld. Genau, der wird verkauft. Der wird verkauft. Das heißt ja, du trennst dich ja schon mal aus freien Stücken. Und du bestimmst ja dann quasi den Preis. Beziehungsweise wird er ja ausgehandelt zwischen dem, der das Geld geben würde und sagen würde, nein, der Esel, den du als Nutztier hast, der ist mir nicht so viel wert, den kriege ich woanders billiger. Dann würdest du kannst diese Bedeutung dann tatsächlich nicht mehr im Geld widerspiegeln lassen, weil der das Geld hat, seine Waren auch woanders herkriegen kann. Beziehungsweise dieser Wert lässt sich ja grundsätzlich, also der subjektive Wert lässt sich grundsätzlich nicht in Geld umwandeln. Ja, also wenn ich den Gaul verkaufe, kann ich mir für das Geld, wenn ich jetzt in einer nächsten Sekunde sage, oh, ich brauche doch einen, hole ich mir wieder einen Gaul. Das ist halt nicht derselbe, aber es ist ein anderer, aber der macht das Gleiche. So, dann habe ich die gegeneinander getauscht. Ich denke gerade nach, Dominik, willst du was dazu sagen? Sonst müsste ich jetzt mal laut nachdenken. Aber du darfst ruhig auch, du darfst hier, weil du bist ja jetzt öfters hier, und du darfst dazwischen preschen. Ja, okay. Unterbrich uns. Wir bitten, unterbrich uns. Ja, das müssen wir immer mal dazu sagen, weil Gäste sind da sehr vorsichtig mitunter. Ja, ich habe zwei Sachen anzubieten. Das eine ist, ich greife eure Idee auf und spinne die weiter. Das andere ist, du sagtest vorhin, vielleicht sollte man mal einen Satz aus Semmels Werk vorlesen.
Da würde ich sagen, den Satz, den heben wir uns fürs nächste Mal auf und wir spinnen die Idee erstmal weiter, weil wir haben ja nur noch ein paar Minuten. Wäre mein Vorschlag, aber Thomas ist hier der Chef, ja, der das letztlich festlegt. So wie René es sagt. Okay, und habe ich in die Pistole hier, habe ich in Geld zugeschoben. Ja. Um den subjektiven Wert des Chefs. Nein, also Thomas, du hast ja gesagt, die Subjektivität, die in einer Ware steckt, lässt sich nicht in Geld umwandeln. Ja. Ja, ich überlege gerade, Simmel hat, ich bin mir nicht mehr 100% sicher, aber ich glaube, er hatte das so beschrieben, jetzt nicht in dem Text, den du mir gegeben hast, Dominik, zum Lesen. Hat mich jetzt verdammt hier viele, viele Seiten Simmel nachzulesen nochmal. Ist auch schon länger her bei mir. Aber ich glaube, in einer anderen Stelle, wo er mehr auf die Geschichte des Geldes eingeht, zeigt er, dass es früher durchaus so war, dass man zum Beispiel Leben ersetzen konnte für Geld. Also wenn in irgendwelchen Feudalzeiten wurde jemand getötet, ein Sohn oder so, dann gab es für einen Sohn so und so viel, für eine Tochter so und so viel Ersatzgeld oder sowas, Wiedergutmachung. Und da hatte das Geld aber noch eine andere Bedeutung. Da konnte es noch nicht alles gleich machen. Da war es noch nicht so in der Welt wie jetzt. Da war nur Naturaltausch und so weiter. Das Haupthandelsbestimmt, aber Geld gab es ja auch schon. Und da konnte man mit Geld noch solche Sachen kaufen. Und je nivellierender dann das Geld alles gemacht hat, je mehr es sich in alle Bereiche schob und je mehr du alles quasi für Geld aufrechnen konntest, desto stärker entzogen sich bestimmte Bereiche des Lebens dem Geldhandel. Und dann konntest du nicht mehr wie früher ein Leben für Geld aufwiegen. Sondern in dem Maße, wie alles berechenbar wurde, wurde zum Beispiel Liebe oder halt Leben nicht mehr, das entzog sich dann, das ist ein Teil der Freiheit, die man dann gewann. Ja. Aber du wolltest ja auch noch ein bisschen weiter spinnen, Dominik. Also ich habe das Kapitel mit dem Stil des Lebens gegeben, ja. Und das ist ja der Punkt, der mich immer am meisten interessiert, zumindest jetzt im Moment. In 2 Minuten noch. Ja. Sonst machen wir die nächste Folge zum Stil des Lebens und sagen noch was über die Person Georg Simmel. Das ging auch noch. Ja. Dann müssen wir ein neues Fass aufreißen. Ja. Heute reißen wir dem Thomas total als zwei Simmelianer. Simmel-Anhänger, entreißen wir Thomas das Ruder. Weil wir die Experten diesmal. Was heißt denn hier diesmal? Also ich bin auch kein Simmel-Experte. Ja. Zur Person von Georg Simmel. Aber das ist ja jetzt langweilig. Das 1858 geboren. Ja, bitte. Dann irgendwann bitte unterlass die Biografie. Soziologen, aber wie so viele Soziologen gestorben. Irgendwann? 1918. Nur so zu und so. Ja. Ja, biografischen Daten sind tatsächlich völlig belanglos irgendwie. Ja, okay. Er hat viel mit Dürkheim abgehangen. Und er war ein Gründungsvater der Soziologie und nie richtiger Professor, weil er wurde gedisst wegen seines Judentums. Er war aber so reich, dass ihn das finanziell nicht juckte. Das ist ein großes Klischee. Ist es das? Ist es ein Klischee? Ja, ich meine, dieses Aufeinanderfallen, dann einmal der Diskriminierung und dann auch gleichzeitig noch die Verwirklichung, dass er dann auch noch reich war gleichzeitig. Aber er war ja stinkreich. Ja, nein, ich meine ja nicht, dass es falsch ist. Ich meine einfach nur, dass er tatsächlich ein laufendes Klischee dann war. Ja, du bist ja Systemtheoretiker, ne? Ja, manchmal. Wie würdet ihr Georg Simmel nennen? Ich glaube, Georg Simmel würden wir ihn nennen. Nein, welcher Theorieform, welcher soziologischen, würdet ihr ihn zuordnen? Ich verstehe gar nicht, worauf deine Frage zielt. Aber er ist ein typischer
Soziologe. Tauschtheoretiker. Ach so, aber das ist nicht die Arbeit der Systemtheorie, verschiedene Theoretiker irgendeiner Tradition zuzuordnen, sondern das ist die Aufgabe der Theorietheoretiker. Und damit sind wir fertig für heute mit dieser. Ich beschreibe sie einfach nicht. Ich nenne sie Folge und damit ist gut. Ich hab überlegt, dir zu raten, keine Abschlusszitate mehr zu machen wegen der Zeit. Aber ja. Weil es ist auch blöd, beim letzten Mal waren Zufallsabschlusszitate. Wenn man da zufällig ein Zitat raussucht und gar nicht mehr mit einem Sinn dahinter verwirklicht, dann kann man sich die auch sparen. Den möchte ich denn, schließe ich jetzt mit einem Zitat aus dem I Ching, das Buch des Wandels. Wir haben Georg Simmel, machen ein Seminar hier über Georg Simmel und nehmen als Zitat, oh, welchen Autor nehmen wir denn? Oh, fällt uns keiner ein, nehmen wir das Qigong-Buch. Und zwar ist... Das ist ja ein Zusammenhang. Genau, und zwar, alle Striche sind Sechsen. Ein schönes Leben noch.